Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. USA kritisieren russische Gegenmaßnahmen im Fall Skripal. Das US-Außenministerium bezeichnete die Ausweisung von 60 US-Diplomaten als ungerechtfertigt und drohte mit weiteren Schritten. Zuvor hatten die USA 60 russische Diplomaten ausgewiesen. Sie machen Moskau für den Giftanschlag auf den Ex-Agenten verantwortlich. Macron sagt kurdischen Kämpfern in Nordsyrien Unterstützung zu. Gleichzeitig wolle Frankreichs Präsident im Konflikt mit der Türkei vermitteln, hieß es aus Paris. Die Türkei kämpft seit mehr als 2 Monaten in Nordsyrien gegen die Kurdenmiliz YPG. Beisetzung von Opfern eines Häftlingsaufstandes in Venezuela. 68 Menschen waren vergangene Woche bei einem Feuer in einer Polizeiwache ums Leben gekommen. Die Umstände des Unglücks sind unklar. Gefängnisse und Arrestzellen sind in Venezuela häufig stark überfüllt. Traditionelle Ostermärsche beginnen. Die Friedensbewegung erwartet in den kommenden Tagen bundesweit mehrere tausend Teilnehmer. Zentrales Thema bei den Kundgebungen in mehr als 90 Städten ist die Forderung nach Abrüstung. Traditionelle Fußwaschung zu Beginn der Osterfeierlichkeiten. Papst Franziskus hat bei einer Messe in Rom Gefängnisinsassen die Füße gewaschen. Das Ritual symbolisiert die Pflicht der Christen, einander zu dienen. Das Wetter? Eine Mischung aus vielen Wolken und etwas Sonne, freundlich vor allem im Norden und Südosten. Später von Südwesten her zum Teil kräftige Regenfälle, 2 bis 17 Grad.